Tamron 70 bis 180 F2.8 gegen Tamron 70 bis 180 F2.8. Die Mark 1 Variante gegen die Mark 2 Variante. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir jetzt heute mal um zwei sehr identische Objektive, aber trotzdem zwei sehr unterschiedliche Objektive aus dem Hause von Tamron. Beide sind 70 bis 180 mm Objektive, beide haben eine durchgängige Offenblende von f2.8. Das eine ist die Mark 1 Variante, das andere ist die Mark 2 Variante. Beide Objektive sind mir von Tamron leihweise zur Verfügung gestellt worden, die müssen also wieder zurück und eine Sache noch, die Mark II Variante ist ein Vorserienmodell. Sprich, ich habe es bekommen vor der eigentlichen Markteinführung und es kann sein, dass zwischen diesem Modell und den Modellen, die dann tatsächlich beim Kunden ankommen, nochmal kleine Veränderungen vorgenommen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich und wenn, dann wird jetzt kein Riesenunterschied sein, aber es kann sein, dass es hier nochmal zu Unterschieden kommt. Deswegen das vorweg. Und dann würde ich sagen, fangen wir an wie immer mit der Optik und der Haptik und da sind sich die beiden Objektive doch sehr, sehr ähnlich. Wir haben auf der einen Seite ein Objektiv, typisch erste Generation Tamron. Wir haben dieses matte Finish, das bleibt leider Gottes nicht auf Dauer. Dieses Objektiv hatte dieses matte Finish auch mal. Das ist mein 28 bis 75, in den letzten 4 Jahren sehr viel genutzt worden. Jetzt mittlerweile ist es ein glattes, glänzendes Finish. Das matte Finish gefällt mir grundsätzlich besser, aber es wird, wie gesagt, dann zu einem glatten Finish, was dann unterm Strich dem Finish hier von der Mark II Variante entspricht. Und hier haben wir auch diese kleine Wölbung mit drin, die ist charakteristisch für die zweite Generation der Tamron Objektive, für das Sony E-Mount. Also man erkennt das Ganze hier auch. Beide sind rein aus Kunststoff gefertigt, fühlen sich trotzdem sehr hochwertig an, sind sehr gut verarbeitet. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Bei beiden nicht. Der Fokusring und der Zoomring sind bei dem neuen Tamron noch ein bisschen prominenter, noch ein bisschen stärker rausstehend, noch ein bisschen griffiger, aber das ist dann schon eher in Richtung Bedienung rein. Das neue Objektiv ist tatsächlich größer und schwerer. Wenn wir sie jetzt hier so nebeneinander stehen haben, dann sieht es auch tatsächlich so ein bisschen so aus. Wenn wir dann jetzt hinten mal noch die Schutzkappen abmachen, wird das Ganze noch ein bisschen stärker. Denn die neue Generation der Schutzkappe bei Tamron ist ein bisschen dicker, ist ein bisschen flacher. Nicht so, so rum, genau. Die alte ist dicker, die neue ist flacher. Und wenn wir sie jetzt hier nebeneinander stellen, dann sieht man das Ganze noch ein bisschen mehr. Dann machen wir mal noch die Streulichtblenden ab. Dann sieht es wieder gar nicht so viel aus, weil die neue Streulichtblende ist ein bisschen größer geworden. Beides rein Kunststoff und man kann sie sicherlich auch gegenseitig verwenden. Aber grundsätzlich hat das neue auch eine neue Streulichtblende bekommen. Und wenn wir sie jetzt nebeneinander stellen, dann sehen wir, das ist hier nicht viel, was fehlt. Und es sind tatsächlich auch nur 7 mm, die hier als Größenunterschied sind in der Länge. Dazu ist das neue noch 2 mm breiter und 45 Gramm schwerer. Wenn wir dann rauszoomen, wird der Unterschied noch ein bisschen schwächer. Also ja, das neue ist dann immer noch ein Müh größer, aber nicht mehr allzu viel. Damit sind wir dann bei der Optik und der Haptik auch durch. Wie gesagt, beide sehr schön verarbeitet, beide sehr gut gemacht. Gehen wir weiter zur Bedienung. Was wir auch hier bei beiden haben, das ist hier hinten dieser kleine schwarze Ring. Das ist eine Dichtung, denn beide Objektive sind natürlich wettergeschützt. Beide Objektive haben natürlich Autofokus, deswegen haben wir hinten dran auch die elektronischen Kontakte. Und was wir bei dem neuen noch dazu haben als elektronisches Feature, fällt auf, wenn man sich den Namen mal anguckt, machen wir es hier. Es ist hier ein VC im Namen bei dem neuen, bei dem alten nicht. Das heißt, dieses Objektiv hat einen Bildstabilisator mit verbaut, das alte nicht. Manuell Fokusring ist bei beiden an derselben Stelle, bei beiden in etwa mit demselben Widerstand. Wie gesagt, beim neuen ein bisschen prominenter, ein bisschen griffiger. Gefällt mir grundsätzlich besser. Vom Widerstand sind beide sehr, sehr gleich. Zoomring genau das gleiche, beim neuen ein bisschen prominenter. Ansonsten rein vom Widerstand und sowas macht das keinen Unterschied. Was wir beim alten haben, ist lediglich eine Taste und diese eine Taste, die blockiert den Zoomring, dass das nicht aus Versehen mal irgendwie sich verstellen kann oder sowas, wenn man beispielsweise die Kamera an der Schulter hat oder sowas, dass sich das aus Versehen öffnen kann, kann damit blockiert werden. Ansonsten haben wir hier nichts außenrum dran. Bei dem neuen haben wir natürlich auch einen Lockmechanismus. Kleines Testchen hat sich hier ein bisschen verändert. Und dazu haben wir aber noch mehr Bedienelemente, nämlich eine Taste und einen Schalter. Den Schalter, den kann man mit 3 Funktionen belegen, die dann auf die Taste kommen. Das Ganze kann man einstellen am Computer
über den USB-C-Anschluss. Auch der ist beim alten Objektiv nicht dabei. In Sachen Autofokus konnte ich bei beiden Objektiven keinen Unterschied feststellen mit meinem Setup. Getestet habe ich es mit der Sony A7 III. Wenn man es vielleicht mit einer A9, mit einer A1 testet, die den neuesten Autofokus haben, dann sieht man da vielleicht einen Unterschied. Mit meinem Setup war da kein Unterschied fühlbar oder sichtbar. Beide sind sehr gut, beide sind sehr treffsicher. Da braucht man nicht drüber reden. Ja, Optik, Haptik. Alles schön, typisches Tamron der ersten Generation, typisches Tamron der zweiten Generation, beide sehr gut verarbeitet. Mit beiden lässt sich sehr angenehm arbeiten. Das neue hat noch den Vorteil des Bildstabilisators und ansonsten sind wir damit schon durch. Gehen wir mal rein in die Beispielbilder, weil da zeigt sich dann vielleicht der ein oder andere Unterschied zwischen den beiden Objektiven. Viel Spaß mit dem Bild. Das waren die Beispielbilder. Was ist eure Meinung dazu? Welches der beiden Objektive war besser? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich finde, das neue Objektiv hat grundsätzlich einen ähnlichen Schärfeverlauf wie das alte Objektiv. Es ist aber einen Ticken besser, vor allem in Richtung Offenblende, vor allem bei längeren Brennweiten wird der Unterschied dann auch ein bisschen größer, da es das neue Objektiv ein bisschen besser ist. Und das Ganze sowohl im Zentrum als auch am Rand. Aber nichtsdestotrotz, der Schärfeverlauf ist wie gesagt sehr, sehr ähnlich. Beide Objektive sind bei Offenblende im Zentrum schon sehr gut, am Rand ein bisschen schlechter. Das neue ist halt in beiden Bereichen einfach ein bisschen besser. Das Ganze fällt aber nur auf, wenn man wirklich Pixel-Peeping betreibt und sich das Ganze auf einem großen Monitor groß anschaut. Ihr werdet hier auf dem YouTube-Video das wahrscheinlich gar nicht sehen, außer ihr habt es auf der höchsten Qualität laufen und einen entsprechenden Monitor dazu, aber ansonsten wird das wahrscheinlich nicht auffallen. Lens-Flares ist das alte tatsächlich einen Ticken besser, kann aber vielleicht auch an der konkreten Situation gelegen haben. Unter realen Bedingungen haben beide keine Probleme mit Lens-Flares. Bei den chromatischen Aberrationen ist das neue besser, das alte hatte da auch keine richtigen Probleme, aber sie waren sichtbar. Bei dem neuen sind sie so gut wie nicht mehr sichtbar, also hier hat Tamron ordentlich nachgebessert. Das Bokeh gefällt mir tendenziell bei dem neuen ein bisschen mehr, da hat Tamron auch nochmal ein bisschen nachgebessert. Bei Tamron war ja sonst immer das Bokeh so ein bisschen unruhig oder so ein bisschen kantig, ich weiß nicht, wie man es genau in Worte fassen kann, aber hier hat Tamron wie gesagt ein bisschen nachgebessert, das Bokeh sieht in Summe ein bisschen schöner aus und was wir auch haben, das neue Tamron, das ist von den Farben her so ein Tick wärmer, wenn es aus der Kamera kommt. Das ist jetzt nichts, was man im Nachgang nicht korrigieren kann, aber wenn es aus der Kamera kommt, ist es einfach von den Farben ein Tick wärmer als das alte Tamron. In Summe bin ich aber mit der Bildqualität von beiden Objektiven auf jeden Fall sehr zufrieden. Das neue ist in vielen Bereichen einfach nochmal so ein Tick besser. Möchte aber auch sein, es ist das neue Objektiv. In Summe, beides sehr, sehr gute Objektive. Braucht man nicht drüber reden. Also wenn man sich für eins der beiden entscheidet, man wird mit keinem der beiden Objektive enttäuscht sein, wenn man sie dann hat. Das neue liegt bei 1.499 Euro, das alte liegt Stand jetzt noch bei 1.145 Euro. Ich drehe das Video aber vor der Markteinführung von dem neuen. Sprich, der Preis von dem alten wird sicherlich nochmal ein bisschen fallen. Gerade auf dem Gebrauchtmarkt wird sicherlich das ein oder andere gute Angebot dabei sein, wenn das neue dann präsentiert wurde. Vielleicht sogar mal unter die 1.000 gerutscht regelmäßig, dass man dann sagen kann, okay, hier haben wir ungefähr 500 Euro Unterschied. Wenn du noch kein Objektiv der beiden hast und überlegst, welches der beiden du dir kaufen solltest, würde ich tendenziell das neue nehmen.
kann man noch so ein bisschen differenzieren. Wenn du eine A7 III oder was Älteres hast, dann reicht auch das alte Objektiv völlig zu, weil wie gesagt, die Schärfeunterschiede kommen halt wirklich nur, wenn man sehr weit reinzoomt und es sich sehr, sehr groß anschaut. Wenn du jetzt eine A7 R4, A7 R5 oder ähnliches hast, dann werden die Unterschiede natürlich größer werden, weil mehr Pixel, dann fällt das Ganze mehr auf, dann solltest du tendenziell zum Neueren greifen. Auch wenn du eine A1 hast oder A9, dann könnte es sein, dass das Neue vom Autofokus her nochmal ein Tick besser ist, nochmal ein kleines bisschen besser ist, aber das kann ich halt hier nicht schätzen, nicht verifizieren, weil ich habe halt nur die Sony A7 III. Was auch ein großer Punkt ist und was für den einen oder anderen sicherlich ein Game Changer sein könnte, ist nicht nur der Button, der hier mit dran ist, sondern auch die Bildstabilisierung. Gerade im Lowlight-Bereich kann das halt echt einen Unterschied machen, wo halt bei 180 mm bei mir war ohne die Bildstabilisierung bei um ein Hundertstel, ein 125stel Rumschluss, konnte ich mit der Bildstabilisierung bis ein 1/13 aus der Hand runter fotografieren. Unterscheidet sich natürlich von Person zu Person und davon ist auch davon abhängig, wie ihr persönlich drauf seid, was es für eine Situation ist und alles mögliche. Es sind viele, viele Faktoren, die damit reinspielen, aber man merkt doch den Unterschied und man kann hier echt nochmal was rausholen und gerade im Lowlight-Bereich kann das echt nochmal einen Unterschied machen. Müsst ihr halt für euch sagen, ob das relevant ist oder nicht. Die meisten werden damit wahrscheinlich Sport, Wildlife oder sowas fotografieren oder Menschen generell. Dann kommt man gar nicht in diese Verschlusszeitenbereiche rein. Weil du kannst einen Menschen nicht mit 1/13 fotografieren, außer du möchtest bewusst, dass er unscharf wird. Da ja, geht der Unterschied dann schon wieder so ein bisschen flöten. In Summe, Umstieg lohnt sich nur, wenn man den Bildstabilisator braucht oder halt eine A7, R4, R5 hat, dann könnte es sein, dass es sichtbar ist, dann würde ich es mir aber vorher erstmal ausleihen, ob es wirklich dann den Unterschied wert ist. Ansonsten, wenn man das alte hat, bleibt beim alten, ist ein super Objektiv. Wenn ihr noch keins der beiden habt, würde ich tendenziell zum neuen greifen. Es ist ein bisschen schärfer, man hat den Bildstabilisator mit drin und so weiter und so fort, also würde ich tendenziell schon zum neuen greifen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Das alte wird ja sicherlich der ein oder andere haben. Könnt ihr mir auch sehr gerne mal reinschreiben, ob ihr für euch persönlich sagt, ihr steigt um oder nicht. Und für all diejenigen, die vielleicht jetzt schon das Neue in Händen haben, wie zufrieden seid ihr? Schreibt auch das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.